Okay. Hallo Leute, herzlich willkommen zu heute einer weiteren Runde Stardew Valley mit mir, dem Lumpy und dem Chakal. Guten Morgen. Guten Morgen, Lumpy. Es wird euch auch Feuer am. Oh, wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Robin hier, schau einfach mal im Laden vorbei mit Steinen. Nice, Alter. Jetzt darf ich auch endlich einen Brunnen bauen oder was? Oh, tatsächlich ist eine Sache. Ah, wir haben kein Geld. Okay, wir brauchen mehr Geld. Aber vielleicht gucke ich mal bei Robin vorbei, wie viel denn so ein Silo kostet. Ich schau mal eins, nahe so Idee. Mhm. Oh, hier, die eine Bohne habe ich zweimal gegossen, die hat noch mehr gefragt. Mehr Wasser! Die will mehr Wasser? Soll ich ein bisschen Salz reinmachen? Natürlich. Und das hier. So, alles gegießt. Hallo mein Liebling, ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Oma Evelyn. Hätte die Oma einen Brief geschrieben? Ja, die Oma wollte ich mal mitteilen, ne? Die ist ja frech. Frech? Ach jo, mein Liebling. Ja, die sagt eigentlich im Original schreibt sie halt Hello, hi my dear oder Hello my dear. Hallo mein Wild. Ja, genau. Hallo, ja, hallo Liebes. Mein Schatz. Naja. Hallo weh. So übersetzt heißt es das tatsächlich, aber es ist nicht so gemeint, wie es bei uns gemeint ist. Sondern halt, du gehst in England, gehst du in den Laden und dann wirst du begrüßt teilweise von den Leuten halt mit Hello my dear. Ich brauche einen Löwenzahn für ein Dessert. Na dann? Ich hab Müsli-Riegel gefunden. Nom, freilich. Ja, ich auch. Geil. So, jetzt werde ich erstmal hier einen Quarz wegbringen, die sogenannte Museums-Dings. Hallo. Ach so, ja, warte, ich wollte mitkommen. Ich habe da hier noch meinen Amethyst. Dann habe ich noch 2 Geo. Oh, neue Belohnung. Melonensaat, wir haben schon was für den Sümer. Das ist ausgezeichnet. Denn es ist tatsächlich clever, im Sommer Melonen anzubauen. Viele, dann davon bekommt man ganz gut Geld. Und wenn man dann sogar noch Marmelade tun kann, dann ist das richtig krass. Hammer. Haben wir sogar jetzt 18 Mal Melonensaat. Nicer Scheiß. So, ich geh mal kurz zum Schmiedchen. Hä? Sammeln? Rede mit Clint. Okay. Hallo Clint. Du hast die Erze gebracht, die ich haben wollte. Großartig. Und oh, wie der aussieht, Alter. Wie der aussieht. In der Eisenerzen stecken keine seltenen Edelsteine, aber kein Problem. Hier hast du die Erze wieder und die Bezahlung versprochen. Versteinerter Schleim? Geil. So, 5 mal Kohle und 10 mal Kupfer habe ich rausgekriegt aus Geoden. Muss immer noch irgendjemand mal los. Ich muss immer noch Maru Hallo sagen. Oh Mann, ich muss die mal irgendwie finden. Und ich muss noch irgendjemandem was schenken. Ja, dann schenkt doch irgendjemandem irgendwas. Ist doch völlig egal. Hier, komm her. Nein, ich wollte nicht die Kohle. Warte mal. Ah, nein! War doch richtig. Hä? Dem Museum spenden. Was? Aber wie? Aber wer? Oder warum? So. Petrified Slime. Was? Wem soll ich was schenken? Ich wurde von der Bohne verfolgt. Hier, nimm die Bohne und schenk die PR. Jetzt gib mir die Bohne. Nicht die Bohne. Nee, nur eine. Du sollst nur eine bekommen. Endlich. Oh. Geil, Brot gefunden. Das ist ja eklig. Was hast du gesagt? 3 Karpfen für 90 geht, ist aber recht wenig, Herr Willy. Ja, Hofbuch aktualisiert. Oh hey, du gönnst dir eine Pause von der Arbeit? Ja, das tue ich. Abigail. So, Lieferung war bei mir. Ach, Löwenzahn. Wo jetzt mal, ob ich Maru finde. Nee, mir scheißegal, Harvey, verpiss dich, du Assi. Ich will Maru finden. Warum ist sie schon wieder nicht hier? Oh, wo wohnt die denn eigentlich? Achso, ich werde bei Robin vorbeigucken. Wow. Der war aber jetzt bei dir, ne? Jo, ich habe Lachsbären gefunden. Geil. Muss ich die aufheben? Ist es schon soweit, ja? Na ja, im Busch habe ich gerade Ja, da kannst du die ganze... Oh, das Buch. Ich glaube, das Buch, das kann man auch aus dem Menü raus öffnen.
Jawohl, guck mal. So, man muss das im Gemeinschaftszentrum ablegen, okay. Ja, also man muss es wirklich dort ablegen. Aber dann kann man gucken, was man schon drin hat. Guck mal, zum Beispiel brauchen wir noch Löwenzahn und so. Ein Lauch und ein Meerrettich. Na, haben wir doch in der Kiste. Ja, haben wir in der Kiste. Aber ich packe jetzt hier schon mal die eine Blume hier rein. Hallo. Blumsen. Da reinsen. Ich guck mal, ob es irgendwo wirklich notwendig ist. Vielleicht hier so eine Beere. Glaube nicht. Nee, leider nicht. Cool. Alter. Voll. Wenn ich mit einem technischen Problem kämpfe, mache ich immer einen Spaziergang. Ich bin ein Roboter. Wenn ich mit technischen Problemen kämpfe, flagge ich sie meistens aus dem Fenster. Oh, da sind. Guck mal hier, das sind Berries. Oh. Ja, guck mal. Da. Nein! Ja. Ja, nein. Brauchst du etwas? Ja. Hofgebäude errichten. Ein Hühnerstall kostet zum Beispiel 4000 Geld, 300 Holz, 100 Stein. Jo. Ein Stall kostet mehr, ein Brunnen kostet weniger, ein Silo kostet 100 Geld, 100 Steine, 10 Lehm und 5 Kupfer. Wir haben noch nicht genug Kupfer. Lehm. Kupfer vielleicht auch noch nicht. Nein. Kupferbarren oder Kupfer? Guck mal. Oh, da ist ein Wurm. Dann mache ich das Wurmhole. Zack. Oh, wieder ein scheiß Buch drin. Du hast dein verlorenes Buch gefunden. Ich glaube, das hat vielleicht einen Grund, dass du das gießt. Oh, wir können mal gucken. Vielleicht sind wieder Frühlingszwiebeln da. Yo. Im Süden des Waldes. Wo die Frühlingszwiebeln fröhlich wachsen. Ja, machen wir einmal hier oben. Guck mal. Zack. Ach, guck mal. Unserem eigenen Hof. In der Höhle sind immer noch keine Früchte. Das ist ganz doof. Zack, Mann, habe ich auch eine Lachsbeere gefunden jetzt. 6 Stück habe ich hier schon in den Gischte gepackt. Oh, hier ist eine Morchel. Zum Verkaufen. Das ist wirklich eine Morchel. Eine Goldmorchel sogar, Alter. Ey. Da war ich richtig lucky. Pack schon mal einen Lauch und einen Meerrettich ein. Falls du noch in der Nähe bist. Jawohl. Dann können wir nämlich nachher nochmal bei dem Haus vorbeigehen. Oh. Narzisse, Löwenzahn, Lauch, Meerrettich. Meerrettich. Keule, Meerrettich. Ach so, warte mal, ich komme nochmal nach oben. Nach oben? Unser Schwert ist super kurz. Aber wir können super schnell damit zuschlagen. Dann lass mal kurz aufräumen hier. So, Melonsaat. Kommt hier rein. Sehe ich nicht. Ich sehe dich nur stehen und höre aber das Geräusch. Ganz schön lustig. Ditte. Ja, reicht. So. Die Melonensamen werde ich mal noch wegtun. Toll. Warte, ich pack kurz bei. Geh weg. Noch rein. Geh weg. So, ich werde noch ein bisschen Kupfer ansetzen. Mach das. Ich gehe schon mal runter Richtung Wald. Warte, du wolltest ja das Zeug dann noch ins Gemeinschaftszentrum bringen, ne? Ja, macht nichts, wenn du. Ich kann es auch mitnehmen, wenn du es noch nicht mit hast. Ich bin jetzt ja einmal hier oben. Miau. Ich hab das Zeug habe ich schon mitgenommen, aber ich meinte, du wolltest ja noch ein Zentrum. Aber unsere Öfen waren das hingetan. So, ist das viel besser. Das weg, so. Warte mal, was wollte Pia haben? Löwenzahn, ne? Schade. Genau. Ich finde einen Haufen Meerrettich, aber leider keinen Löwenzahn. Was wächst denn hier unten? Frühlingszwiebeln! Mm.
Na du, dann. Achso, du bist schon beim Haus? Du meinst Gemeinschaftszentrum? Mhm. Nö, ich bin noch unten im Wald. Aber ich komme mal nach oben, warte. Ja, ich gehe jetzt Richtung Haus. Du hast die Sachen dabei, die wir brauchen? Na, Meerrettich, Narzisse, Laub, Löwenzahn. Ja, okay. Ich habe auch noch einen Löwenzahn dabei. Also ja. Die Blumen, die haben wir auf jeden Fall alles. Meerrettich und Lauch brauchen wir noch. Was, du hast noch einen Löwenzahn dabei? Mhm. Mann, dann hätte ich Pierre doch den Löwenzahn geben können, den er haben wollte. Für sein Rezept. Ja, ist mir gerade erst aufgefallen. Oh, warte mal, der Penner wird jetzt erwischt, wie er müllt. Ja, bei mir auch. Aber ich hab's aber abgebrochen, weil ich habe keine Zeit dafür. Ich kann's nicht abbrechen gerade. Doch jetzt. Keine Scheiß für so eine Zeit. Du, ich hab gehört, wie du was gemacht hast, ey. Ja, hab noch eine Lachsbeere gefunden. Nee, nicht essen. Na, jetzt häng ich hier fest. Der Scheiß. Ich wollte doch eigentlich nur zu Pia ihm seinen Löwenzahn geben. Scheiße. Wieso hängst denn du jetzt fest? Ich bin nur Stadt unten. Oh. Weißt du, wo Pia wohnt? Ja, Pia hat auf jeden Fall schon zu, weil es ist gleich 22 Uhr. Jo. Aber Pia wohnt in seinem Laden. Toll. Mach ja schon mal den Fruchtbarkeitstanz. So, Büchlein auf. Hä, muss am Gemeinschaftszentrum abgelegt werden? Ja, du musst das Buch ansprechen und dann musst du die Dinger da rein tun, ne? Ah, ja, das habe ich gerade eben nicht gemacht. So, dann mache ich wieder meinen Meerrettich-Tanz. Oh, ich habe verschiedene Sachen. Büdel komplett, Junge. Meinst du, bringt was, die Frühlingszeit jetzt noch auszusehen? Ja. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas dabei habe, was wir vielleicht brauchen können. Nee! Guck mal hier, Mann, hier wird transportiert, Junge, hast du das nicht angeguckt? Doch. Hier oben. Hier oben, Mann, hier, der bringt das jetzt da rein. Halt ihn auf. Ich seh's. Okay. Weil mir wurden gerade die anderen Dinger noch freigeschalten, deswegen. Kann ich mich gerade nicht bewegen. Was geht denn hier? Nee, mach schon mal das nächste Ding. Sie voll. Was denn, Norge? Es war spät. Ah, wir müssen nach Hause. Bitte komplett, Junge. Toll. Ich laufe einfach random weiter, während er hier den nächsten freischaltet. Yay! Ich meine Maus einfach nicht bewegen kann. Jo. Habe ich das Bündel ist ja jetzt für mich auch komplett, ne? Ja. Und die Belohnung habe ich schon abgeholt dafür. Ach so. Was, Gewächshaus? Nee, das ist erst, wenn wir das ganze Buch voll haben. Oh, jetzt müssen wir uns auch beeilen. Ja. So, geh du vor, du weißt, wo wir lang müssen. Geh mal der Nase nach. Nee, jetzt aber schnell, ich habe nämlich noch einen Haufen. Was war das denn? Ich habe durchgewechselt. Ich habe das Geschwindwachs mal verkauft. Achso, die doofe Bohnen, die werfe ich jetzt auch weg. So, dann jetzt aber schnell, husch husch ins Brettchen. Husch husch ins Brettchen? Ja, sagt die Holzbohrmutter zu ihren Kindern. So. Da. Wollen wir noch schnell gucken, wie das Wetter wird? Wetterbericht sagt, morgen wird's schön. Mach Regen war geil, ja. Oh Gott, mein Typ ist jetzt... Toll. Vom Fernseher bin ich eingeschlafen. Ja, und ich nicht mal im Bett. 15. Tag im Frühling, ja. Junge hat das Geld gegeben, Junge. Das Sammeln. So, einen Tag machen wir jetzt noch, ja, Freund. Naja, natürlich. Wieso habe ich nur halbe Energie? Ich war doch gerade eben noch voll. Das macht keinen Sinn. Weil du erschöpft bist, du hast den Rest jetzt völlig aufgebraucht.
Na, wenn du vom Fernseher einschläfst, ist ja auch klar, da sind voll Spaß. Wir haben Post. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Ich kann mir auch ein paar Dutzend Boxen herstellen, mein Freund. Schön gieße hier bei Blumenkohl. Ja, Blumenkohl. So, und nochmal links und rechts. Ey, der erntet. Heute war ich mal dran. Du Fuchs. Naja, aber heute gießt du ja auch deutlich mehr als ich. Da kannst du auch mal ernten. Ich gehe heute zu Robin. Ich kaufe uns ein Silo, oder? Wo wollen wir das hinbauen? Hab ich noch gar nicht so richtig geguckt. Achso, kannst du mal schnell noch ein bisschen Dünger vorbeibringen? Freilich. Geh mal weg da. Achso. Willst du hier einmal durchziehen oder was? So, 15 Mal Mixed haben wir noch. Wird wahrscheinlich eher schwierig, oder? Ja, wird schwierig, da gebe ich wieder recht. So, ich brauche Steine, ich brauche Holz, Lehm brauche ich. Ich hoffe, ich finde jetzt heute noch zwei Lehm. Kannst du mit auf die Suche kommen? Mir fällt nämlich gerade ein, dass ich halt, wie gesagt, noch den Lehm brauche, das ist ein bisschen doof. Soll ich mal runtergehen in den Wald? Hm? Geh schon mal ins Wäldchen, mal ein bisschen haken. Oh, wieder mehrere dich. Man kann auch einfach so versuchen, random ein bisschen zu hacken. Manchmal findet man da ja auch Leben, aber ich glaube, das lohnt nicht. Hm. Na, gucken wir mal ein Wäldchen. Ob wir irgendwo ein Würmchen finden. Hm. Versuchst du auf die Brute Force Methode? Aber ich werde es gleich aufgeben. Oh, meine Energie ist gleich leer. Fuck, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da werde ich erstmal schön hier an den Lachsbär mir reinschmankeln. Njam, njam. Ach ja. Lauch. Lauch. Noch ein paar Lachsbären. Immer gut. Oh, da ist auch noch eine Lachsbäre. Scheiße, Mann, zwei Lehm fehlen halt noch. Ja, Mann, ich weiß. Das ist aber ungünstig. Etwas. Und ganz ehrlich, hier hinten im Wald hast du ja auch kein Glück, weil da ist ja gar nicht so viel Fläche. Echt? Ah, also ich kann noch mal gucken, ein bisschen weiter runter, warte. Mach ich gleich. Sag's mal so um den See drumherum. Der doch ganz schön groß ist. Ey, mal noch da oben kurz gucken. Ne, da ist nix. Scheiße. Ich will mal Mano. Ja, ich versuche mal so ein bisschen umzugraben, vielleicht finde ich ja was. Ja, probier mal, aber beachte auf deine Energie. Ja, wenn nicht, schaue ich mir noch einen Lachsbär rein. Juhu. Davon haben wir jetzt ja genug. Ich habe alleine schon wieder 11 eingesteckt. Erstmal esse ich den Meerrettich. Meerrettich. Ja, oben ist noch Haley. Haley, hast du ein Leben für mich? Weißt du, sonst sieht man immer zwischendurch mal so einen Wurm. Und dann denkt man sich, scheiße, jetzt habe ich keine Hacke dabei. Und wenn man sie sucht, dann findet man keinen. Ist immer ärgerlich.
Hier vielleicht habe ich Glück. Natürlich nicht. Na, hier unten sieht es auch schlecht aus. Ich glaube, ich viel bringt das nicht. 18 Energie. 25 Energie ist damit. Ein Leben habe ich noch gefunden, ich brauche nur noch einen. Lachsbeere essen. Nom, 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 die schmankle ich mir richtig hart rein. Komm schon, aktivieren! Ich grab hier den ganzen Weg um, ey. Mano! Was ist der gemacht? Oh, ich hab Leben. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist bei mir auch gedroppt. Elf, wieso habe ich jetzt 11 Leben dabei? Speile mich. Ja, ich gehe in der Zeit schon mal wieder hoch zum Haus. Jawohl. Uiuiui. Ich eile. Ah, ich bin hängen geblieben. Nicht gut. Du hast ja gefragt, wo das Silo hin, ne? Ja. Ich guck grad mal. Da flüstert ja gerade jemand ins Öhrchen. Nee, jetzt hat die zu, Alter. Komm zurück. Nein! Entschuldigung, allein, ich wollte geschlossen. Ich bin beim Aerobic-Kurs. Ernsthaft? Dusselige Kuh. Beim fucking Aerobic? Ja. Nee, nicht in Ordnung. Du bist langsam erschöpft. Na gut, dann verklingel ich jetzt hier den anderen Crumble. Dann gehen wir halt morgen kaufen. Ja. Müssen wir ja dann. Oh, vielleicht komme ich noch rechtzeitig zum Laden. Dann kann ich mir vielleicht noch einen Rucksack kaufen. Jetzt haben wir ja gerade so viel Geld. Hallo. Hallo, Mario. Es geht los. Kaufen mir einen Rucksack. Rucksack. Keine Yoda-Sack, eine Rucksack. Run, jump. I can be backpack while you run. Nee, jetzt hat er schon Feierabend gemacht. Oh. Das hat irgendwie kein Glück mehr. Nee, hab Pech. Na gut. Aber dann kann ich den anderen Kram jetzt verkaufen. Ärgerlich. Ärgerlich. Miau, hat eine Katze gemacht. So, 17 Uhr. Hab ich nicht gemerkt, wie viel Holz ich dafür brauche. 100. 100, ja? Ich glaube. Weißt du aber auch, wie viele Steine? 100. 100 Steine? Ich glaube. Okay, dann brauchen wir noch ein paar Steine. Ehrlich? Ich hab nur 83 Steine. Echt, damit so wenig Steine? Na gut, du musst es ja unbedingt noch zu Schmelzöfen machen, wa? Ja. Nee, ich habe tatsächlich auch keine mehr einstecken. Gut. So, warte mal. Wahrsager, Wetterbericht. Oh, morgen soll es den ganzen Tag regnen. Jawohl. Dann einmal ins Brettchen. Da würde ich so sagen, wir rüsten schon mal aus, uns für den ultimativen Minengang. Ja. Oh, das machen wir. Bett. Gut. Gute Nacht. Bett. Gute Nacht, Mario. Ich muss schlafen. Bin müde. Gute Nacht, Luigi. Jawohl. Dann würde ich sagen, wir an dieser Stelle wieder fröhliche Hofarbeit. Lasst den Daumen da, wenn die Hofarbeit euch gefällt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss. Tschüss.
Tschüss.